So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Erstmal danke nochmal an Julian Boss für den Skin gestern hier. Das war der hier. Also wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank, was das betrifft. Und dann, ihr seht ja, wir haben unseren Creator-Code. Den gerne eintragen, wenn ihr wollt. Supportet mich und hilft euch natürlich auch weiter. Denn so kann ich euch natürlich auch ein bisschen mehr zurückgeben. Wenn du Lust hast, einen Skin zu gewinnen, etc. Wie hier zum Beispiel Knacks Noah hat es schon getan, nämlich mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Einfach an yt-familyhack. Dann auf Abschicken gehen. Geht natürlich nicht. Ich kann mir selber keine Freundschaftsanfrage schicken. Hat einen ganz simplen Grund. Deshalb schickt Noah mir nämlich auch eine Freundschaftsanfrage. Ich kann euch nur Skins verschenken, wenn wir schon 2 Tage miteinander befreundet sind. Deshalb konnte Julian mir zum Beispiel auch hier den Skin schenken, weil sonst wäre das halt nicht möglich gewesen. So, oha, Gewitter. Wie gesagt, einfach hier unten auf Unterstützer and Creator, da yt-familyhack eintragen, annehmen, ruhig mal alle Tage nochmal eingeben, weil alle 2 Wochen rutscht der raus. So, warum sage ich das? Kurz gucken, ob wir noch einen haben, der nicht aktiv war. Hier zum Beispiel. Angel Safer, dem könnte ich erst in 2 Tagen ein Geschenk schicken. Deshalb gerne schon vorher die Freundschaftsanfrage rausschicken. Nicht, dass ihr einen Skin bei mir gewinnt und dann habt ihr leider Pech gehabt und müsst 2 Tage warten. Wäre bei manchen Skins natürlich nicht so toll. So, dann gehen wir jetzt mal rein in den Shop. Hier haben wir nämlich schon den kaputten Berschi diesmal. Aber ganz, der gefällt mir halt wirklich nicht so. Er ist nicht schlecht. Aber er sieht halt wirklich zu verbeult aus in meinen Augen. Gibt es natürlich in 2 Varianten. Einmal wie hier die leuchtende. Ach, den gibt es in 4 Varianten. Einmal so. Dann einmal mit Jacke. Dann einmal ganz dunkel. Und nochmal. Warte, was ist hier der Unterschied? Ah, der dunkle dann auch mit der Jacke. Aber wie gesagt, im Dunkel, ja, man kann so spielen, weil er halt fast nicht auffällt. Aber er sieht halt einfach sehr mitgenommen aus, der Skin. So, dazu natürlich das passende Rückenaccessoire. Wie immer gelungen, klar, was soll man da noch groß sagen, passt natürlich perfekt zum Skin hinten dazu. So, dann gucken wir direkt mal, was ist noch da. Ach, die Spitzhacke, die habe ich noch, glaube ich, noch nie gesehen. Hört schon ganz gut an, aber ihr wisst ja auch, die Essensschlacht kommt jetzt wieder. Deshalb wird das nämlich, wo ist jetzt meine Maus? Ah, da. Die Essensschlacht kommt wieder, deshalb kommen natürlich jetzt auch die Skins und alles wieder. So, dann gucken wir, was haben wir hier noch. Erstmal zum Skin. Der Sonnenvogel ist wieder da. Der Skin, der mir irgendwie, weiß ich nicht, der holt mich irgendwie nicht ab. Die Nase da von der Maske. Ah, ich weiß nicht. Aber da sage ich ja immer, Geschmäcker sind verschieden. Was haben wir hier für Stile? Ah, einmal ohne Maske. Ja. Ja, die ist aber ziemlich breit, habe ich das Gefühl, gell? Also schmal ist die nicht. Jetzt nicht, dass sie dick ist, aber muskulös obenrum. So, was haben wir dann noch? Dann natürlich halb nur. Und der Skin sieht natürlich wieder nice aus. Ist natürlich immer ein Hingucker, weil er fällt einfach auf. Ist einfach so. Also wenn man den auf der Map sieht, man weiß direkt, was für ein Skin das ist. So, das passende Rückenaccessoire, obwohl ich finde, dass es hier nicht passt, weil es hat irgendwie nichts, hat zwar mit dem Skin was zu tun, aber von den Farben her überhaupt nicht abgestimmt. Weil wir haben auch nur einen Stil und das ist halt der grüne. Und ich weiß nicht, da passt das irgendwie nicht. Ist mal ganz selten, dass irgendwas nicht passt vom Rücken her. So, dann haben wir noch das Erntewerkzeug. Ah ja. Hört sich an wie so lose Steine. So, dann noch der passende Gleiter. Das sieht irgendwie alles so Lego-mäßig aus. Gerade nochmal aufmachen. Ja. Für mich so ein bisschen was von Lego, ich weiß auch nicht warum. So, das hatten wir schon. Dann gehen wir mal hier wieder rein. Und da haben wir Gewitter. Ach, den Umhang haben wir doch gestern gesehen. Bei Custom Games hat den doch einer gehabt.
Aber nur den Umhang. Also hat er wahrscheinlich auch den Skin. Ist halt wieder so ein bisschen raumschiffmäßig. Aber animiert komplett. Also so ein bisschen Galaxy Skin nur eingepackt und in lila. Aber die Maske ist schon geil. Ah, hat was. Ja, ist nicht schlecht, würde ich sagen. Gucken wir mal gerade weiter. So, da haben wir hier den Blitz. Für 800 V-Bucks auch kein schlechtes Skin. Also, da hatten wir echt schon schlimmere, würde ich sagen. Beziehungsweise, was heißt schlimmere, die halt nicht so aussagekräftig sind. Aber der hier ist wirklich okay. So, dann haben wir noch Sturmblitz. Ja, aber 1200 für eine Pickaxe. Naja. Naja. So, dann haben wir noch das Sturmauge. Gerade nochmal. Der Ton ist so komisch. Aber soll natürlich Raketenantrieb sein. Ist auch nicht schlecht, aber die Sache für ein Kleider 1200. Naja. Oh, die Tarnung sieht wieder gut aus. Da haben wir. Ja, die hat was. Gerade mal gucken auf die Modelle gesehen. Da sieht es gut aus. Aber ich schätze mal auf dem Boot, ohne es vorher zu wissen, die Schnauze ist zu hell. Ah, geht noch. Das geht. Ich dachte nämlich erst, es ist bis zum Lenkrad quasi so hell und hinten raus verfärbt sich das erst. So, dann haben wir das auch schon. Und dann Bits ist auch wieder da. Nee. Die Gangsterbraut schlechthin. Da weiß ich auch noch nicht, wohin mit der generell. Es sind irgendwie so drei, vier Stile durcheinander, aber komplett. So irgendwie Roboter, Cowboy, Gangster. So bisschen durch diesen. Was hat die da überhaupt an? Also das T-Shirt Top, so ein bisschen asiatisch angehaucht. Und das Rückenaccessoire, auch keine Ahnung wohin damit. Ganz seltsam das Skin. Aber sieht trotzdem irgendwie gut aus. So, dann haben wir noch Trägerschaffel. Bruder muss los, Bruder muss los. Eieiei. Dann Search and Purzel. Diesmal war die weibliche Variante, die männliche hatten wir glaube ich gerade erst drin. Aber ich wette, die männliche kommt morgen noch mal wegen Essensschlacht. Hundertprozentig. So, dann haben wir Jubelstimmung. Wer kennt es nicht? Boah, aber die Augen aufreißt. Sieht natürlich geil aus mit dem Tanz und der Skin. Aber den hat natürlich, in der Regel hatten jeder außer ich. Kappa. So, dann haben wir Wurfscheibenwirbler. Ah, hier. Ah, hier. So, dann haben wir die Pickaxe Geist noch. Die hat irgendwas. Irgendwie gefällt sie mir. Ist auch nicht verkehrt. So, da würde ich sagen, waren wir auch jetzt schon durch vom Shop. Ich hoffe, es ist irgendwas dabei, was euch gefällt. Wenn natürlich, dann vergesst nicht meinen Creator Code einzugeben, nämlich YT-FamilyHack. Und nochmal, ich habe auch dieses Video hochgeladen mit dem 10-Euro-Gutschein von Epic Games. Guckt euch das Video einfach mal an. Ich habe schon gesehen, ja, manche haben mich auch jetzt in anderen Spielen eingetragen. Also dieser Creator Code zählt bei allen Spielen, die von Epic Games sind. Also nicht nur in Fortnite, sondern auch bei Red Dead 2, bei Satisfactory und halt überall, wo Epic mit drin ist. Und da sehe ich halt wirklich schon, einige haben mich da jetzt wirklich eingetragen, wo ich natürlich sage, vielen, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, jede Unterstützung ist jetzt halt wirklich wichtig. Einmal für mich, einmal für euch. Weil so kann ich euch natürlich auch wieder was zurückgeben.
Es fängt jetzt alles langsam an. Erstmal nochmal danke auch für Mr. Cynox für gestern den 1 Euro. Sowas rechne ich halt auch hoch an. Es müssen keine 10 Euro sein, aber so als kleines Dankeschön. Aber das Problem war, er war komplett neu im Stream. Also da geht erstmal wirklich ein extra Gruß raus an Mr. Cynox. Und wie gesagt, vergesst nicht Family Hack einzutragen, beziehungsweise YT-Family Hack, dann auf Annehmen. Immer wieder, weil alle 2 Wochen rutscht das raus. Nicht, dass ihr irgendwann mal was kauft, sagt, oh, ich habe dich unterstützt. Und dann, ups, ich habe den Code gar nicht eingetragen. So, dann war es das aber jetzt mal. Wie gesagt, gebt nicht zu viel Geld aus. Und in dem Sinne, haut rein.